Dieses Geräusch werdet ihr bald des Öfteren hören, denn das Verbot für Aroma, für Tabakerhitzer ist jetzt beschlossen. Moin moin, setzt euch an den Shisha-Stammtisch. Ich bin Shabby und ich begrüße euch zu einem kurzen Video mit vielen Infos trotzdem. Wir haben alle hoffentlich dagegen gestimmt für bzw. gegen das neue TPD-3-Gesetz. Und tada, gestern am Donnerstag, also wenn ihr das seht, vorgestern am Donnerstag, wurde das Gesetz nun beschlossen, TPD-3 kommt. Der Bundestag hat dementsprechend dem Entwurf zugestimmt. Dafür haben gestimmt natürlich CDU, CSU, SPD, Linke, Grüne, FDP. Einzig und allein die Scheiß-Faschistenpartei, die AfD, hat sich enthalten. Die hätten auch nicht dagegen gestimmt, aber sie hat sich enthalten. Aber alle anderen haben natürlich dafür gestimmt. Das Verbot galt bisher nur für Zigaretten und Drehtabak, aber jetzt gilt es anscheinend, oder bald gilt es für alle Tabakerzeugnisse. Und Leute, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es kann doch nicht sein, dass, klar, ich habe von Shisha World geholt die Info, dann habe ich ein Video drüber gemacht und selbst diese großen Möchtegern-Influencer, die sich ja als Helden und Allwissende der Shisha-Szene hinstellen, machen erst wirklich 2 Wochen oder so vor der Deadline erst darauf aufmerksam. Oder lass es 3 Wochen sein, ist mir egal. Und auch die Hersteller auch wieder richtig spät am Zünder. Und ganz ehrlich, wir haben alleine in Deutschland nicht mal 6.000 Stimmen ergattert, um dagegen zu stimmen. Nicht mal 6.000, Bruder. Natürlich hatten alle Europäer die Möglichkeit dafür bzw. dagegen zu stimmen. Bei der Anhörung im Internet, ihr wisst es ja. Und insgesamt in ganz Europa kamen nicht mal 17.000. Wir haben alleine in Deutschland über 1 Million Shisha-Raucher. Egal ob gelegentlich in der Bar oder häufig zu Hause, wie auch immer. Wir haben über 1 Million. Und wir kriegen in ganz Europa es nicht mal hin, dass wir dagegen stimmen und irgendwie diese klitzekleine Chance, die besteht, nutzen. Und irgendwie diese aromatische Freiheit, sage ich mal, irgendwie uns bewahren. Ich krieg's in meinen Kopf nicht rein. Ohne Scheiß. Jedenfalls, für das TPD-3-Gesetz, was Aroma in Tabak und Tabakerhitzern komplett verbietet, soll eine EU-Richtlinie ins deutsche Gesetz eingebracht werden. Und es soll schon wirklich demnächst soweit sein, dass dieses Gesetz in Kraft tritt, nämlich am 23.10. diesen Jahres. 4 Monate, Bruder, 4. Das Witzige daran, E-Zigaretten sollen davon nicht betroffen sein. Und ganz ehrlich, Leute, ich lasse euch jetzt mit diesem Thema alleine, denn mir geht es wirklich hardcore auf den Sack, dass erstens keiner bemüht sich drum, wird es verkackt. Alleine auf der Shisha-Messe wäre mein Vorschlag gewesen, jeder, der auf die Messe will, und das waren ja einige 10.000, muss diesen Online-Fragebogen von der EU einfach mal ausfüllen und dagegen stimmen. Aber nein, wird natürlich nicht gemacht, weil Geldgeilheit und Eventgeilheit natürlich im Vordergrund stehen. Digga, wirklich, beschwert euch nicht. Es ist zum Mäusemelken. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist wirklich zum Mäusemelken. Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt aber noch. Ich habe die ganzen Informationen von der Instagram-Seite von Ulf, beziehungsweise ehemals, also jetzt Classic Shisha oder Shisha Classic, ich blende das nochmal ein, ehemals Shisha Journal. Und dementsprechend vertraue ich darauf. Aber das Ding ist, was mir aufgefallen ist, in diesen ganzen Sätzen, die ich gerade für euch kurz gefasst habe, kommt nicht einmal das Wort Shisha vor. Und auch er hat darunter geschrieben, weil darauf aufmerksam gemacht wurde, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und deswegen, ich weiß nicht warum, ich klammer mich daran wie ein kleines Kind an seiner Mama, aber wirklich, es wurde wirklich von Tabakprodukten, Zigaretten, von Drehtabak, von allem, was so mit Rauchen zu tun hat oder Dampfen zu tun hat, wird irgendwie das mit eingebracht. Aber irgendwie Shisha wird nicht erwähnt. Also, so ein bisschen Hoffnung habe ich noch. Was sagt ihr?
Wie wird es ausgehen? Ist diese Hoffnung berechtigt? Ist sie nicht berechtigt? Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich versuche euch auf dem Laufenden zu halten. Deswegen folgt mir gerne bei Insta, folgt mir gerne bei Twitch, wenn ihr Bock auf Livestreams habt. Und abonniert diesen YouTube-Kanal, Leute. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ich genieße jetzt dieses schöne Wetter, wünsche euch ein restschönes Wochenende. Dankeschön, dass ihr da wart. Und bleibt stark. Shisha rauchen macht momentan wirklich gar keinen Bock. Gebe ich ehrlich zu. Auch ich als Suchti habe momentan kaum Bock auf Rauchen und mich damit auseinandersetzen. Aber wir müssen stark bleiben, Leute. Wir müssen stark bleiben. Und erst wenn gesagt wird, das ist verboten und wir merken, dass das verboten ist, weil wir einfach nichts mehr zu kaufen kriegen, dann können wir damit abschließen. Vorher nicht. Macht es gut. Bye bye. Schüsseldorf.